Liebe Leute, das Samsung Galaxy Z Flip 6 in der schönen Farbe Yellow habe ich die letzten Wochen ausprobiert, getestet, privat, geschäftlich und muss sagen, ein Meisterwerk mit Falten oder zum Falten, je nachdem, hat mir richtig gut gefallen. Und was mein Testergebnis ist, wollen wir jetzt in meinem Testbericht-Video so klären und euch ins Ohr flüstern. Viel Spaß! Das Flip 6 ist bisher das stärkste Flip-Gerät, was Samsung so auf den Markt geworfen hat. Im Gegensatz zum Vorgänger, zum Flip 5. Größere Akku, bessere Hauptkamera, schnellerer Prozessor, mehr Arbeitsspeicher und so weiter und so weiter. Aber was mir alles so aufgefallen ist, und ich habe auch ein bisschen hier zu meckern, klären wir jetzt. Gehen wir doch erstmal die Nahaufnahme, damit ich euch die Abmessungen so zeigen kann. Und darf ich präsentieren, da ist das Schatzilein Z Flip 6 in der Farbe Yellow. Ich muss zugeben, dieses Yellow, dieses Gelb ist ein bisschen schwach auf der Brust. Auf den Produktvideos und Fotos von Samsung sah das ein bisschen kräftiger aus, die Farbe. Naja, ansonsten, na klar, es ist ein Smartphone zum Falten und Klappen. Wir haben ein kleines Außendisplay, beziehungsweise ein großes Außendisplay, je nachdem, wie man es nennt. Und das Merkmal ist natürlich, man hat ein großes Smartphone und eine kompakte Bauweise, wenn man es dann aufklappt. Wir haben eine Bautiefe, wenn es aufgeklappt ist, von gerade mal 6,9 mm. Wir haben eine Breite, zugeklappt und aufgeklappt, von 72 mm. Und wir haben eine Höhe, wenn es aufgeklappt ist, von 165,1 mm, also 16,5 cm. Wenn man es zusammenklappt, haben wir ein ganz kompaktes Smartphone und dann haben wir nur 85,1 mm, also 8,5 cm in der Höhe. Sehr schön kompakt zum Mitnehmen in die Hosentasche stecken. Das ist natürlich die Hauptalleinstellungsmerkmal von Flip 6 bei einem Kampfgewicht von 187 Gramm. Und das Gewicht ist gleich geblieben zum Vorgänger. Der Vorgänger hat ein bisschen weniger Akku. Hier haben wir 300 mAh schon mehr, aber dazu kommen wir später. Wenn wir noch einmal herumgehen, können wir sehen, dass wir einen Aluminiumrahmen haben. Der ist matt gehalten. Das gefällt mir besonders, sehr schick, schick. Die Rückseite sagt Samsung Gorilla Glass Victus 2. Ja, fühlt sich ja gut an. Aber ganz im Ernst, die Rückseite bekommen wir fast nie zum Augenschein, weil wir eher hier denn was zu tun haben oder denn hier vorne. Ihr könnt sehen, wir haben zwei Kameras. Die sind so ein bisschen hervorgehoben, designtechnisch. Diese Umrandung in Anlehnung mit dem Rahmen gefällt mir richtig gut, richtig gut. Ihr könnt es vielleicht sehen, die Vorderseite ist, ich könnte es hier klar sehen, ist schwarz, aber wenn ich so ein bisschen hier ran die Kamera höre, könnt ihr sehen, dass wir so einen kleinen Schmutzfinger haben. Die Staubpartikel fangen sich doch hier drin an. Das ist ein kleiner Nachteil, muss ich sagen. Ja, das muss man hier regelmäßig säubern mit einem Pinselchen oder weiß ich nicht was. Das ist so ein kleiner Nachteil, den ihr wissen müsst. Auf der rechten Seite haben wir die Power-Taste als auch die Leiser-Taste. Die Power-Taste, also an Ausschalter, ist auch gleichzeitig mein Fingerabdrucksensor. Und wenn ich den hier betätige, dann muss ich sagen, könnt ihr sehen, der reagiert wirklich rasend schnell, sehr schön platziert. Für meinen Geschmack hätte man den vielleicht noch ein paar Millimeter unten platzieren können, geht aber nicht, weil hier die Knickfalte dann kommt. Ja gut. Ansonsten laut leiser Taste, ja, da muss ich mich schon ein bisschen strecken, könnt ihr gerade sehen, ich komme aber gerade so heran. Aber die Platzierung des Buttons, des Fingerprint-Sensors, ja, der ist in Ordnung. Gehen wir noch einmal herum und auf der Oberseite können wir sehen, dass wir zwei Mikrofone haben, zwei Antennenstreifen. Auf der linken Seite haben wir das Einschubfach für die Nano-SIM-Karte. Achtung, wir haben keine Möglichkeit der Mikrospeicherkartenerweiterung. Das muss man halt wissen. Das Flip 6 kommt mit 256 GB oder wahlweise 512 GB internen Speicher daher. Das ist die 512 GB Variante. Auf der Unterseite haben wir dann nochmal zwei Mikrofönchen, USB-Typ-C-Anschluss in der Version 3.2. Das heißt, schneller Datentransfer zum PC ist gegeben und den Lautsprecher. Lautsprecher haben wir einmal hier und der andere Sound kommt dann aus der Hörermuschel. Ja, muss ich sagen, designtechnisch gefällt mir das wirklich gut. Die Farbe ist vielleicht Geschmackssache. Ich habe gedacht, dass es heller ist. Naja, ansonsten, wenn man das ganze Ding zuklappen, können wir nochmal sehen, dass das Samsung-Logo an der Scharnier hier zum Vorschein kommt. Designtechnisch Samsung sehr schön. Nachteil halt nur Schmutz. Naja, oder Staubpartikel hier in den Kameras oder zwischen den Zwischenräumen. Und wenn man es ganz genau nimmt, nimmt man ein Pinselchen und muss dann die Seiten so ein bisschen ausbürsten, sauber machen. Das ist halt, wie gerade schon gesagt, ein kleiner Nachteil. Aber wenn es dann gesäubert ist,
könnt ihr sehen, Moment mal, ui, sieht so richtig schick aus. Richtig schick ist auch das Display. Wie gesagt, wir haben ein Front-Display einmal, damit man es nicht aufklappen muss. Und wir haben einmal ein großes Innendisplay. Na, ist ja klar. Das Außendisplay ist dazu verwenden, wenn man mal schnell eine WhatsApp-Nachricht beantworten möchte oder man möchte gerade mal nach Wetter gucken, dann kann man das Außendisplay problemlos verwenden. Habe ich gemacht, wo ich sagen muss, ich war immer so 20-25% im Außendisplay. Und wenn ich dann mehr machen will, na klar, dann klappt man es dann auf. Denn dazu ist es ja da. Aber ich muss sagen, das Außendisplay ist wirklich dafür geeignet, um schnelle Tätigkeiten mal zu erledigen oder Anrufe zu machen, mal mit dem Lautsprecher und so weiter oder Selfies zu machen. Das Außendisplay ist nicht verkehrt. Aber ich würde sagen, wir gehen doch lieber mal noch mit die Nahaufnahme, damit ihr das Display wirklich in Action sehen könnt. Denn so fuchtel ich ja nur vor der Kamera herum. Und da sind wir wieder. Könnt ihr sehen, ui, die Kameras, die Zwischenräume wurden sauber gemacht. Sehr schön, aber Konzentration auf das Frontdisplay. Wir haben 3,4 Zoll, ein super AMOLED-Display bis zu 60 Hertz. Das reicht aus. Ihr könnt sehen, ja, gut, ein Always-On-Display ist hier aktiviert. Ich kann es doppelt drauf tippen und dann könnt ihr sehen, im Hintergrund zum Beispiel kann ich mir selbst designen. Das ist hier ganz einfach jetzt ein Slow-Motion-Video gemacht, eingefügt. Das sieht doch nett aus. Ich kann jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel nach links oder nach links wische, einen Doppeltipp einmal, zum Beispiel meine Benachrichtigungen sehen, welche E-Mail gerade reingekommen ist, WhatsApp-Nachrichten und so weiter, kann ich dann hier abrufen, kann dann sagen, ja, habe ich wahrgenommen, zur Kenntnis genommen, kann ich dann jetzt hier löschen und weg damit. Wenn ich weiter wische, kann ich zum Beispiel mir auswählen, welche Apps ich gerne verwenden möchte auf dem Frontdisplay. Achtung, es sind nicht alle freigegeben, es gibt einige, die man verwenden kann. WhatsApp zum Beispiel oder auch jetzt hier die Nachrichten von Samsung, YouTube zum Beispiel, das hat mich sehr toll verwundert, ob man wirklich YouTube hier verwendet auf dem Frontdisplay. Naja, kann man machen, ihr könnt es ja gerade sehen, kann man ja machen. Als Beispiel, wenn ich jetzt Google Maps verwende, ja, kann ich machen, Navigation, wo sind wir jetzt hier gerade? Naja, in Grünheide, sehr schön. Wenn ich ansonsten weiter möchte, kann ich zum Beispiel mir das Wetter anschauen, Kalender und Taschenrechner, Schlafrhythmus, also mein Schlaftracken kann ich hier anwählen und so weiter und so weiter. Meine Telefonkontakte und unter anderem auch meine Galerie. Aber ich könnte raufdrücken, dann sagen, bearbeiten und könnte weitere Alben hier hinzufügen oder ich könnte auch weitere Widgets denn hier hinzufügen. Wenn ich sage, das Pluszeichen hier sage, kann ich sehen, ja, sehr schön. Hier hat Samsung mir einiges bereitgehalten, was ich noch hinzufügen kann. Dabei muss ich sagen, wir haben eine Auflösung 720x748 Pixel. Was heißt das? 306 ppi per Zoll, das ist, oder per Inch. Das ist vollkommen ausreichend scharf. Reicht vollkommen aus, damit man die meisten oder einige Tätigkeiten im Frontdisplay erledigen möchte. Wenn man weitere Apps hinzufügen möchte, klappt man das ganze Ding einfach mal auf. Dann gehen wir hier runter auf das Zahnrädchen, zacki bums, und gehen dann auf das Frontdisplay. Wer hat es gesehen? Hier unten Frontdisplay. Und da könnt ihr dann verschiedene Uhrenziele hinzufügen, Widgets und so weiter. Und wenn ihr unten weiter unten scrollt, könnt ihr sehen, auf Frontdisplay zugelassene Apps. Das kann man machen. Es gibt auch noch eine App in den Google Play Store und in den Galaxy Store, damit man alle Apps hinzufügen kann. Das, ich glaube, nennt die App Good Look oder so. Habe ich nicht gemacht, aber nur mal als Beispiel, ihr könntet verschiedene Apps dann auch hinzufügen. Sehr schön. Der Hauptstar bleibt natürlich das Hauptdisplay und wir haben die gigantische 6,7 Zoll. Ihr könnt sehen, wenn ich das neige und hin und her bewege, dann sehen die Farben richtig, richtig toll aus. Nicht nur die Farben sehen toll aus, sondern auch das gesamte Ergebnis. Dann machen wir uns nichts vor, 6,7 Zoll, ein OLED-Display, natürlich LTPO-Display mit einer dynamischen Bildwiederholungsrate von 1 plus 120 Hertz. Und wenn ich jetzt hier bei YouTube zum Beispiel drin bin und hin und her wische, ui, das sieht schön flüssig aus. Und wenn ich das Ganze nochmal neige und ja, biege, na biegen nun nicht, aber nur ein bisschen kippe, dann muss ich sagen, ist sehr, sehr toll, sehr schön, soll ich ja nicht sagen, wurde jetzt mal angesprochen, dass ich 16 Mal sehr schön gesagt habe, aber es ist ja nun mal sehr schön, gefällt mir wirklich gut. Dabei haben wir eine Auflösung von 1080x2640 Pixel, was heißt das? 426 ppi per Zoll, Display 100%, es wird nur unterbrochen durch diese Selfie-Kamera hier, ansonsten muss ich sagen, ein tolles, tolles Display. Merkt man die Knickfalte?
Ja, man merkt es, aber nicht so schlimm, nicht so schlimm. Die Frage ist, wenn das Flip 6, die mehrere Monate im Besitz ist oder mehr in der Verwendung ist, wie sich dann diese Knickfalte verhält. Also mich persönlich stört sie nicht, das muss ich ehrlicherweise sagen. Ich muss aber auch hinzu sagen, Samsung sagt dir, es ist so ein faltbares Glas. Ja, schön, was Samsung sagt. Sehr schöne Marketingsprache. Also es fühlt sich nicht so hochwertig an, wie auf pures Glas zu tippern. Es ist nicht verkehrt, aber es ist auch jetzt nicht das High-End-Feeling, wenn ich jetzt hier raufwische. Es ist sehr, sehr stark in Ordnung. Aber es ist halt nicht die Qualität, als wenn ich auf nacktem, kalten Glas hier navigieren würde. Das muss man hinzufügen. Aber diese Knickfalte stört mich absolut gar nicht. Das muss man ehrlicherweise sagen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man das Frontdisplay ein bisschen vielleicht weiter ausbauen könnte, in der Software-mäßig. Ja, es gibt diese App, die nennen sie Good Look oder Good Luck, wie sie auch immer heißt. Die kann man dann anders dann administrieren beziehungsweise dann einstellen, ja. Aber es wäre schön, wenn Samsung aus dem Frontdisplay softwareseitig noch eigentlich alle Apps zulassen würde, dass man da keine Drittanbieter-App benötigen würde. Das ist erstmal dazu. Ansonsten die Display-Helligkeit. Bis zu 2600 Nits Display-Helligkeit. Das ist wirklich sehr, sehr hell. Bei direkter Sonneneinstrahlung hier in den Studienscheinwerfern und zum Beispiel, man möchte hier, Moment, man möchte sich hier Videos anschauen oder Fotos anschauen, sieht das richtig, richtig schick aus. Wo man sagen muss, das Frontdisplay hat nur 1600 Nits. Naja, aber geht aus meiner Sicht vollkommen in Ordnung. Also displaymäßig fast 100%. Na klar, die Seitenränder, die müssten ja sein, damit das Ganze dann zugeklappt wird, damit man irgendwo was aufliegen hat. Aber ansonsten muss ich sagen, tolle Arbeit. Performance. Endlich hat das Samsung Galaxy Z Flip. Es ist ein Premium-Flaggschiff mit über 1000 Euro UVP, aber dazu komme ich später. Endlich einen Arbeitsspeicher von Standard 12 GB bekommen. Sehr, sehr schön. Und Samsung ist ganz stolz darauf. Und zwar haben wir den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Ich will die Performance sehr, sehr stark einkürzen. Diese Kiste rennt nicht. Die ist ein Rennpferd. Das ist hier ein Ferrari bis zum geht nicht mehr. Hier habt ihr keine Performance-Einbußen, die Kiste ist einfach nur falsch schnell. Ganz kurz abgehakt. Ist ja auch kein Wunder, bist du 3,39 GHz schnell. Damit könnt ihr Fotos ganz schnell aufnehmen, Videos schneiden, 4K bis 60 Bilder in die Sekunde. Apps, große Apps werden schnell aufgerufen, gar kein Problem. Benchmarks habe ich hier gemacht, ja, nach dem 10. Durchlauf, na klar, drosselt die CPU runter, weil es ein bisschen zu warm wird, muss man ja sagen. Es wird aber nicht so unangenehm warm, es hält sich noch in Grenzen, aber mit der CPU, ihr habt die nächsten Jahre Spaß, also die Top-CPU von Qualcomm dieses Jahr, da will ich abkürzen. Also mir ist nichts aufgefallen. Ich habe ja hardwarehungrige Spiele mal hier ausprobiert. Mir ist nichts aufgefallen. Na klar, in den Benchmarks, wie gerade schon erwähnt, kann man dann sehen, dass nach 10 Minuten, 5 Minuten die CPU ein bisschen runterregeln muss, weil sie sonst zu warm wird. Ja, das ja. Die Hitze fällt sich hier unten. Aber aus meiner Sicht vollkommen grünen Bereich. Man hat auch keine Mikrolags bei den Apps, die man die aufruft, wie man hin und her wischt. Samsung hat ja hin und wieder immer so ein paar Schwierigkeiten damit, immer so eine Verzögerung zu haben, ist mir hier nicht aufgefallen. Hier ist alles butterflüssig, butterweich. Die Kameras beim Samsung Galaxy Z Flip 6. Samsung sagt, das ist die beste Hauptkamera, die sie jemals in einem Flip-Gerät verbaut haben. Naja, die Hauptkamera haben sie verbessert. Und zwar haben sie daraus jetzt die 50-Megapixel-Kamera gemacht. Der Vorgänger war noch die 12-Megapixel. Also, wir haben zwei Hauptkameras, 50 Megapixel, eine Auflösung, eine Blendeöffnung von f1.8. Sehr schön. Ansonsten haben wir noch diese Standardkost von Ultraweitwinkel, 12 Megapixel. Sehr schön. Ansonsten haben wir noch eine Selfie-Kamera. Ich bin ganz ehrlich, die Selfie-Kamera verwendet man eigentlich kaum. Denn man verwendet für Selfies primär, also zumindest ich, immer die Hauptkamera. Denn wenn man das ganze Ding so aufruft, hat man denn hier ein schönes Cover-Display, das Front-Display mit der Selfie-Kamera. Und damit macht man eigentlich zu 95% die Selfie-Aufnahmen, wenn man das dann machen möchte. Wenn man das ganze Ding dann aufklappt und man ist im Videomodus drin, kann man auch dann das Frontdisplay aktivieren, sodass derjenige, der es gerade fotografiert wird, dann auch
sich sehen kann. Das ist sehr schön. Also, die Hauptkamera, erstmal dazu, hat mir richtig gut gefallen, ist nur auf einem hohen Niveau. Fotos sehr schön gemacht, gefällt mir richtig gut. Auch bei schlechten Lichtbedingungen kann sich die Fotos echt sehen lassen. Das Ultraweitwinkelobjektiv bei Fotos, bei guten Lichtbedingungen, ja, ist natürlich schwächer, ist diese Standardkost, da muss Samsung endlich mal aus dem Pushen kommen, endlich mal was anderes liefern. Sie gehen aber bei guten Lichtbedingungen, ja, noch in Ordnung. Es ist so, naja, sie können niemals mithalten mit der Hauptkamera, aber ansonsten sind sie in Ordnung. Bei schlechten Lichtbedingungen muss ich sagen, das Ultraweitwinkel, naja, stinkt dann ziemlich ab. Videos bis 4K, 60 Bilder in die Sekunde ist möglich. Videos sehen richtig, richtig schick aus. Auch die Videostabilisierung, vor allen Dingen der Sound, der aufgenommen wird, der rauskommt, weil wir haben ja vier Mikrofone, der hört sich richtig verdammt gut an. Gar keine Frage. Also Fotos und Videos hat mich überzeugt, dass es tatsächlich in diese Sprache, diese Marketing-Sprache, die beste Kamera in ein Flip-Gerät. Ja, das kann man sagen. Sehr toll, Samsung, sehr toll. Aber, und jetzt kommt das Aber. Na klar, das Alleinstellungsmerkmal ist das Auf- und Zuklappen. Aber die Kameras bei den S-Serien ist aus meiner Sicht nochmal ein Stück besser. Wenn man sich das Flip 6 natürlich anguckt, auch den Vorgänger, dann haben wir natürlich zwei Kameras im Frontdisplay verbaut. Was den Flip 6 ein bisschen fehlt, aus meiner Perspektive, aus meiner subjektiven Empfindung, ist ein optischer Zoom. Das wäre natürlich das Highlight gewesen, wenn man hier noch optisch heranzoomen kann, zum Beispiel mit der S-Serie, dreifach optischer Zoom. Haben wir hier nicht, wir haben nur einen Digital-Zoom. Machen wir uns nichts vor, bis dreifacher Digital-Zoom geht das Ganze noch in Ordnung. Darüber hinaus sehen die Bilder, naja, nicht mehr so doll aus. Auch wenn Galaxy AI hier vorhanden ist und diese künstliche Intelligenz noch die Bilder noch ein bisschen nachschärft, hast du nicht gesehen, sehr schön. Das Highlight wäre hier wirklich ein optischer Zoom noch gewesen. Aber die Frage ist, wohin damit? Ansonsten, Fotos und Videos gehen vollkommen in Ordnung. Luft nach oben ist vorhanden, ja, aber wie gesagt, irgendwo Abstriche muss man machen, weil wo ist der Platz dafür und es ist ja nun mal zum Falten und Aufklappen. Aber was ich sagen will, es geht für Schnappschüsse und für Videos, für zum Beispiel eine YouTube-Karriere, eigentlich sehr gut in Ordnung, weil man kann es ja dann auch anders hinstellen und sich als YouTube-Creator oder weiß ich nicht was, TikToker, wie sich alle sich nicht beschimpfen, dann auch verwenden für Selfie-Aufnahmen. Das kann man echt machen. Ein tolles, tolles Gerät. Soundcheck. Also soundmäßig muss ich sagen, für die Größe eines Smartphones hört sich das richtig, richtig schick an. Gefällt mir sehr gut. Die Soundwiedergabe, muss ich sagen, ist auf Flaggschiff-Niveau sehr, sehr schön. Was auch noch grandios ist, wir haben bei gleicher Baugröße, Bautiefe und Gewicht 300 mAh mehr verbaut als zum Vorgänger. Der Vorgänger hatte 3700, hier haben wir jetzt ganze 4000 mAh an Akku verbaut. Damit komme ich persönlich, und ich bin kein Hardcore-Benutzer, aber schon ein bisschen mehr, ganz gut durch den Tag. Wobei ich sagen muss, ich habe immer das Always-On-Display aktiviert gehabt. Wenn ich jetzt zu Hause bin, bin ich im WLAN und dann ist meistens das Display komplett aufgeklappt. Ich verwende das Z Flip, wenn ich unterwegs bin, zu 25% im Außendisplay und 75% im Innendisplay. Deswegen komme ich persönlich über den Tag. Ich bin damit auch in den Urlaub gefahren und wenn man dann doch ganz viele Fotos macht und per WhatsApp verschickt, an Oma und Opa zum Beispiel, dann kann es abends schon ein bisschen brenzlig werden. Also ich habe persönlich immer abends, wenn ich mich am Riemen reiße, immer noch so 40%, wenn ich im Urlaub bin und sehr viel mache, dann komme ich so auf 15%. Bei 15%, dann komme ich schon ein bisschen panisch, weil ich dann nicht mehr denke, ui, jetzt muss aber langsam laden. Also man kann, es ist, man kommt über den Tag, ja, na klar, man bekommt jedes Smartphone leer, aber ich gebe denen die Kiste sogar, dass sogar, wenn man sich ein bisschen in den Riemen reißt und mehr das Außendisplay verwendet, dann kommt man auch bis zu 1,5 Tage, das ja. Wenn man das ganze Smartphone dann laden möchte, dann sagt Samsung Schnellladen 25 Watt. Nein, 25 Watt in zweiter Jahreshälfte
2024 ist für mich kein Schnellladen mehr und schon gar nicht wie ein Premium-Gerät. Wenn das ganze Ding bei 15% ist und ich benutze einen 25 Watt Netzadapter-Teil, dann brauche ich so 80 bis 85 Minuten. Das ist mir ein bisschen zu viel. Wenn ich so Samsung Galaxy S24 Plus sehe, oder Ultra, das hatte ja schon 45 Watt, wäre doch schick gewesen, wenn Samsung das hier auch verbaut hätte. Hätte Fahrradkette, vielleicht bei der nächsten Generation. Aber 25 Watt ist mir persönlich für ein Top-Gerät zu langsam. Drahtloses Laden, 15 Watt, geht in Ordnung. Ich habe es aber meistens immer mit dem Kabel geladen, weil 15 Watt drahtlos ist mir zu lahm. Und ich bin nicht jemand, der sein Smartphone über Nacht lädt, sondern abends immer zu 100% offline geht, nächsten Tag. Ja, Standby-Verbrauch übrigens, wenn ich abends um 20 Uhr auf 100% geladen habe, dann offline gehe, alles ausschalte, also nicht komplett herunterfahre, sondern in diesem Flugmodus, dann habe ich über Nacht einen Standby-Verbrauch von 1-2%. Aus meiner Sicht vollkommen in Ordnung. Was aus meiner Sicht wieder nicht in Ordnung geht, bei einem UVP-Preis jenseits der 1000 Euro liegt wieder kein Netzadapter mit bei. Ja gut, täglich grüßt das Murmeltier, haben wir eigentlich jetzt schon bei jedem Gerät. Schade, muss man aber wissen. Ansonsten diese 4000 mAh nochmal erwähnt, dass sie die hier verbaut haben. Alle Achtung, sehr gut. Sonstiges, Wi-Fi 6E, also schnelles WLAN im Upload und Download, vollkommen in Ordnung, 5G, natürlich Standard mittlerweile, Bluetooth 5.3, Navigation, Telefonieren mit Ehefrau und Töchterlein, problemlos, nicht besser, nicht schlechter, Standardkost würde ich sagen. Und wir haben eine IP-Zertifizierung von 4.8. Die 4 steht, ich bin der Meinung, ich bin mir nicht ganz sicher für Staub und Wasser und welche Reihenfolge jetzt, aber das Ding darf nass werden. Ja, ich würde es nicht drauf anlegen. Strand übrigens mit Sandkörnerchen hier drinnen und dann zuklappen, kannst du ganz vergessen, habt ihr sofort Schäden hier drinnen. Auch wenn Samsung sagt, sie haben das Scharnier so weit entwickelt, dass wohl der Dreck irgendwie dann rausgebürstet wird, würde ich persönlich sein lassen. Ansonsten ist es aber schön zu wissen, dass das Ding auch mal nass werden darf, wenn es draußen regnet. Aber ich würde es nicht drauf ankommen lassen. Auch wenn hier steht in dieser Pressemitteilung bis zu 1,5 Meter für 30 Minuten, ich würde es nicht ausprobieren, da bin ich ganz, ganz ehrlich. Lasst es lieber sein und schon gar nicht Schmutz oder gar nicht, wenn ihr das Ding in die Hosentasche habt und hier kommt was rein, immer gucken, dass hier nichts drin ist, kein Schlüssel, keine Münze oder weiß ich was, tut dem Ding nicht gut. Und ganz groß konnte man lesen, 7 Jahre OS-Updates, also Android-Updates und 7 Jahre Sicherheits-Updates. Sehr, sehr große Klasse Samsung. Die Frage ist nur, ob der Akku so lange durchhält und dieses Klappen und Falten, dass sie Flip 6 überhaupt durchhält. Wir haben heute den 23. August und schaut mal da. Ich habe noch den Sicherheitspatch von Juni. Nun bin ich nicht jemand, der darauf rumreitet, immer unbedingt sofort den neuesten Sicherheitspatch zu haben, aber wir haben jetzt so, na, der August nähert sich dem Ende zu und ich habe noch den Juni-Patch hier drauf. Ein bisschen komisch, mein S23, womit ich gerade filme, hat vorgestern schon das Update bekommen oder die Sicherheitspatch-Ebene für August. Da frage ich mich, Samsung, das Ding ist ja doch hier neuerer, das ist gerade mal ein paar Wochen alt. Wo bleibt der Sicherheitspatch? Aber ich mache mir nichts vor, Samsung hält sein Versprechen, ja, 7 Jahre, ist ja sehr schön. Aber die Update-Politik von den neuesten Produkten geht mir persönlich, wenn ich ganz, 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 ganz genau hinschaue, doch ein bisschen zu lahm. Aber ansonsten, ja klar, 7 Jahre ist natürlich, naja, also da bin ich ja dann schon alter Mann bis dahin, aber naja. Gesamtfazit, das Samsung Galaxy Z Flip 6 ist ein schickes Gerät und ein würdiger Nachfolger zum Vorgänger. Ich bin da immer sehr kritisch, aber Samsung hat hier wirklich an den richtigen Stellschrauben gedreht, bessere Hauptkamera, größerer Akku, gut, der Prozessor müsste eigentlich selbstverständlich, dass der da updated wird, mehr Arbeitsspeicher. Ich bin der Meinung, Samsung hat bei dem Flip 6 alles richtig gemacht und das ist wirklich ein würdiger Nachfolger zum Vorgänger, gar keine Frage. UVP in der 256 GB internen Speichervariante 1200 Euro und für 512 GB, und das ist übrigens die 512 GB Variante, 1319 Euro. Da muss ich schon sagen, alter Schwede, da habt ihr denn da geschluckt. Aber ich habe gerade mal im Internet recherchiert, es stand 23. August,
Das Flip 6 mit 256 GB bekommt man schon ca. für 750 Euro. Da muss ich sagen, ui, da würde ich aber auch wieder mal schwach werden. Da muss ich sagen, ist ein guter Preis. Also für 700 bis 750 Euro kann ich sagen, das Ding locker weiterempfehlen. Ich muss mal schauen, ob das jetzt hier mein Haupthandy wird. Da bin ich noch ein bisschen am Zweifeln, weil mir doch mein optischer Zoom so ein bisschen fehlt. Das ist mein Wunsch für das nächste Jahr. Ob der erfüllt werden kann, weiß ich nicht. Wenn das ganze Ding noch mal ein bisschen nach links wandert und das Display. Aber wie gesagt, ich bin ja kein Ingenieur. Das muss Samsung dann wissen. Auf jeden Fall Samsung für das nächste Jahr. Schnelleres Aufladen bitte. 45 Watt. Ansonsten habe ich kaum Verbesserungsvorschläge. Das Ding ist einfach schick. Na klar, die Konkurrenz. Honor zum Beispiel hat irgendwas mit seinem Akku gemacht, dass sie bei gleicher Baugröße einen viel größeren Akku verbauen könnten. Ich bin der Meinung, Samsung wird auch bald auf den Zug aufspringen. Ansonsten aber muss ich das sagen, ein sehr schönes Smartphone. Es trägt zu Recht den Titel, das beste Flip-Gerät bisher. Sehr schön, gute Weiterentwicklung. Ich würde euch aber empfehlen, geht mal zum großen Elektronikfachmarkt und schaut euch mal die Farben an. Ich hätte mir von der Farbe Yellow doch ein bisschen... mehr versprochen. Ansonsten sage ich winke, winke und bis zum nächsten Mal.